Sonst habe ich gleich ein Pappmaul. Das wollen wir ja nicht, ne? So, was die Quisling und von Liu angeht. Die Zeit der Adepten ist lange vorbei. Auch wenn die Quisling von Liu dieser Wahrheit nicht in die Augen sehen wollen. Doch was für eine Zukunft erwartet Liu dann? Er hat ihn gerade gesagt, den Namen, und ich kann es schon wieder nicht mehr aussprechen. Und ich habe es auch eben, glaube ich, wieder falsch ausgesprochen. Es tut mir leid, Namen sind einfach nicht meins. sie hat auf jeden Fall damit absolut recht. So, ich vermeide jetzt gerade, ihren Namen auszusprechen. Nun lobte ich Ning Guangs Verlangen nach Macht jedoch und hielt es für eine gute Sache. Und aus diesem Grund dachte ich, dass sie hinter dem Quisling-Plan steckt, die Regierungsgewalt über Liu aus den Händen der Götter und Adepten zu nehmen. Könnte die Person, die hinter der Idee der Machtergreifung steckt, etwa... Wow. Also eigentlich hat er uns gerade nicht das gesagt, was er selber gedacht hat. Was Mora angeht. Ach ja, Zhongli, jetzt da du dein göttliches Herz nicht mehr hast... Was passiert mit den ganzen Mora in Teyvat? Das ist natürlich Paimons, ein Thema, was Paimon sehr interessiert. Werden sie jetzt einfach alle verschwinden, wo Morax tot ist? Und ist die Goldstube nicht die einzige Münzanstalt auf dem ganzen Kontinent? Wird sie in Zukunft noch funktionieren? Die existierenden Mora werden nicht verschwinden. Aber die Goldstube wird tatsächlich den Betrieb für eine längere Zeit einstellen müssen, da zur Herstellung von Mora die Kräfte des Geoarchons benötigt werden. Paimon. Oh, das ist furchtbar. Uns wird allen das Geld ausgehen. Die Welt wird untergehen. Ja, von einem finanziellen Standpunkt aus gesehen, kann das tatsächlich sehr problematisch werden. Naja, ich schätze, wir sollten solche lästigen Angelegenheiten wohl den Quisling von Liu überlassen. Hast du dir denn wenigstens ein paar private Ersparnisse beiseite gelegt? Oh, private Ersparnisse. Das scheint mir eine besonders gute und sinnvolle Idee zu sein. Ja, nur das Problem ist, du kannst jetzt keine Mora mehr herstellen. Das heißt, du kannst es jetzt nicht mehr so ohne weiteres. Was für eine Schande. Was genau ist eine Schande? Eine Schande, dass ich sie vergessen habe. schön. Ja. Nee, das ist dann alles. Wir haben alles gefragt. Nun denn, du musst einen Weg finden, in dieses geschlossene Reich hineinzukommen. Überstürze nichts. Ich habe das Gefühl, dass wir dafür einen glücklichen Zufall brauchen. Amtor Stufe 30.
Abenteurer Stufe 30. Genauso wie hervorgesehen. Vorhergesehen, wollte ich sagen. So. Müssen jetzt hier einmal. Hallo? Geh doch mal hoch. Ja, wir haben hier. Oh ja, stimmt, wir haben noch so ein paar Nebenquests, wo wir auch wieder erstmal was suchen müssen. Scheint ihr das sagen zu wollen. Oder zu sagen zu haben. Aha. Achso. In der Kanne zu Hause. Dann aha. Was ist denn das? Ein Hilfsmittel. Ah, okay. Dekoration für draußen. Dekoration für drinnen. Ah, ne, Bauplan. Dekorationsbauplan. Okay. Fische in Überzahl. Eine Angelrute. Das heißt, wenn ich das mit der Kanne mache, kann ich angeln gehen. Okay. Wofür sind die Sachen dann? Ein Rezept. Fruchtpastenköder. Okay. Und damit kann ich dann wahrscheinlich besser Fische, in dem Fall sogar angeln, als wenn ich ins Wasser springe und den Fischen hinterher schwimme, ja. Okay. Huh. Cool, ich kann Rochen angeln. Ja, das wäre natürlich was, was man machen könnte, ne? Also dafür muss ich halt wieder rein, okay. Immer dieses Einsammeln. So, und dann ist das so ein bisschen Aufnahmen, ja. Gut. So ein bisschen, wie gesagt, habe ich es mir gedacht. Ein bisschen habe ich mir gedacht, dass ich leveln muss, um dann wieder weiterzumachen. War ja beim letzten Mal auch so. Ist nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich hätte mit ein bisschen mehr gerechnet. Ja, das mit der Kanne, um dann zu angeln, hört sich eigentlich sehr interessant an. Dann habe ich natürlich jede Menge blaue Questen, ne? Wie zum Beispiel bei Lan. Wir holen uns aber erstmal kurz hier die Belohnung ab, die uns hier versprochen wird. Das ist eigentlich falsch, dass es täglich Missionen sind, ne? Ich habe keine täglichen Aufgaben abgeschlossen. Also eigentlich nicht. Deswegen, das verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, das hatte ich irgendwie vor 2 oder 3 Aufnahmen auch. Oder noch länger, ich weiß nicht. Dass mir gesagt wurde, von wegen, ich hätte die täglichen Aufgaben gemacht, obwohl ich die nicht gemacht habe, definitiv nicht. Und hier habe ich ja jetzt gerade nicht mal irgendwie gekämpft oder so, weil das ist ja immer so ein Mischmasch aus irgendwas sammeln, kämpfen. Und ich habe das ja definitiv nicht gemacht. Deswegen verstehe ich leider nicht, woran das liegt, dass manchmal diese täglichen Aufgaben als abgeschlossen gelten. Vielleicht, wenn mir,
Vielleicht, wenn mir das jemand erklären kann, wäre sehr nett, wenn man das mal reinschreiben würde. Weil das wundert mich echt. So. Dann habe ich, wie gesagt, hier blaue Questen. Jetzt ist natürlich nur meine Überlegung, wenn ich. Ich habe jetzt gerade natürlich einen guten XP-Boost bekommen. Ich habe Ansehensbelohnung für Liu auch. Ist nicht auch wie hier? Ach nee, das ist da. Genau. Wie gesagt, ich habe jetzt natürlich blaue Questen. Ich habe das mit dem, dass ich das Fischen freischalte. Wobei ich da nicht sicher weiß, ob das wirklich mir was bringt für zum Beispiel Kochen. Mal schauen. Aber erstmal Belohnung hier abholen. Ah, da, Ruf. Welterkundung. Einsammeln. Funktion verfügbar. Erzadersuche in Liyue. Ui, haben wir noch viel. Ich weiß, das war jetzt unnütz eigentlich zu machen. Ich hätte auch alles auf einmal einsammeln können, aber ich fand es irgendwie gerade schöner. So, ich habe irgendwas bekommen, außer die Erzsuche. Jetzt muss ich gerade mal suchen, wo es ist. Monolithenbruchstück. Auftragsobjekt. Ein Fragment, das du nach dem Sieg über den Herrscher des Wirbels erhalten hast. Hiermit wurde ein in ferner Vergangenheit der Herrscher des Wirbels im Zaum gehalten. Aha. Ah, ich glaube, die Dinger sammle ich jetzt gerade, ne? Für halt, dass ich quasi den Sieben geholfen habe. Und dann helfen die mir irgendwie. Vielleicht weiß ich mit Antiquitäten interessiert, etwas damit anzufangen. Stimmt, die hatte ich auch noch. Als Buch, Herde gemacht. Okay. Da ist es. Anleitung mit detaillierten Schritten zur Herstellung von Geoculus-Resonanzsteinen. Hiermit kannst du ein Objekt herstellen, mit dessen Hilfe du verlorene Geoculi finden kannst. Wärmflasche. Der Bauplan mit detaillierten Schritten zur Herstellung von Wärmflasche. Hiermit kannst du ein Objekt herstellen, das das Ansammeln bitterer Kälte verringert. Auch gut. Aha. So. Fällt aber gerade noch ein. Ich habe jetzt gerade so ein Erinnerungsding bekommen. Ach nee, Quatsch, das gilt ja nur, wenn ich auf Geo wäre gerade. Dass ich das Sternbild da verbessere. Dann nevermind. So, ich kann hier aber schon auf 50 anscheinend. Oh, 8 EP gehen verloren. Oh, das ist so tragisch. Dann machen wir das noch mal bei allen. Das war, glaube ich, ein bisschen mehr als bei ihm eben, aber das macht nichts. Das war auch wieder mehr als bei ihm. So. Dann haben wir das schon mal gemacht. Schon mal ein bisschen besser.